Los geht's mit Wuselgusel. Bei uns erfahrt ihr nun alles über dich. Über mich? Ja. Tada! Ach, ich verstehe. Bei uns geht's heute um Menschenaffen. Und neben Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen zählen auch Menschen zu den Menschenaffen. Also du! Deshalb erfahren die Zuschauer jetzt alles über dich. Also, alles, was ich herausgefunden habe. Hm? Beni trägt gerne karierte Hemden. Er wurde in München geboren. Und so sieht er beim Zähneputzen aus. Oh, Moment mal, Benis bester Freund bin ich. Wenn du schon was über Menschen erzählen willst, dann doch bitte über ihr Verhalten und wie sie sich von den anderen Menschenaffen unterscheiden. Na gut, also, Menschen essen pflanzliche und tierische Kost. Sie gelten als relativ intelligent und schlafen nachts 6 bis 9 Stunden. Sag mal, Wusel, du hast dich einfach in meine Wohnung geschlichen und mich beim Schlafen fotografiert? Ja, für die Wissenschaft. Und du hast selbst gesagt, wir sind beste Freunde. Da verzeiht man sich doch alles. Na gut. Ach, übrigens, du schnarchst. Wuselgusel! Hallo bei Wuselgusel. Wer schon mal Gorillas, Schimpansen oder Orang-Utans beobachtet hat, der weiß, wie menschlich die sich oft verhalten. Ja, und wer schon mal Menschen beobachtet hat, der weiß, wie affig die oft sind. Naja, Menschen und Affen sind sich eben sehr ähnlich. Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir abwechselnd einen der Menschenaffen genauer vorstellen? Super Idee, du fängst an. Okay, mit dem Gorilla. Aha. Gorillas reden miteinander, fast wie wir Menschen. Sie tun das mit Blicken, Lauten und ihrem Verhalten. Was glaubst du, was das hier heißt? Dass du zu viel Cola getrunken hast. Und Rülpsen ist unhöflich, Beni. Nicht für Gorillas. Durch Rülpslaute nehmen Gorillas Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern auf. Das heißt also so viel wie, hey, alles klar? Mhm. Guck mal. Hä? Das hier ist Gorilla-Essen. Hä? Blätter. Ja, Gorillas essen Blätter oder auch manchmal Früchte und Insekten. Hauptsächlich aber dieses Zeug hier. 25 Kilo am Tag. Bäh. Also, da du hier den Gorilla gibst, darfst du die Blätter auch essen. Ich will lieber was anderes. Pizza. Dir guten Appetit mit deinen Blättern. Moment, Wusel. Hä? Als Gorilla müsste ich zwar die Blätter essen, aber ich hab's mir gerade anders überlegt. Guck mal. Hä? Du hast graue Haare am Rücken. Ich bin ein Silberrücken. Davon gibt's mehrere in einer Gorilla-Gruppe. Immer Männchen. Und einer davon ist der Chef, also ich. Und ich bestimme, dass ich die Pizza esse. Nicht so schnell. Hast du schon meinen Rücken gesehen? Hm? Ich bin ein Goldrücken und Gold steht vor Silber. Das kann dir jeder Silbermedaillengewinner bestätigen. Aber also, ich bin der Chef und ich kriege die Pizza. Wusel, nein, 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 nein. Goldrücken gibt's bei den Gorillas gar nicht. Die hast du doch erfunden. Oder sie sind nur noch nicht entdeckt. Wer weiß? Sie sind die Riesen unter den Menschenaffen, Gorillas. Wenn sich ein Männchen aufrichtet, kann es bis zu 2 Meter groß sein. Aber das passiert fast nie. Denn Gorillas laufen die meiste Zeit auf allen Vieren. So können sie sich am besten bewegen und auch besser sehen. Sie haben tiefer im Schädel liegende Augen als Menschen. Sind wir auf 2 Beinen unterwegs, erkennen wir Hindernisse vor unseren Füßen. Ein Gorilla sieht besser, wenn er sich auf 4 Beinen vorwärts bewegt. Gorillas leben nur in Afrika, in einigen voneinander getrennten Gebieten. Ihr wisst ja schon, dass sie sich überwiegend von Blättern ernähren. Weil die aber nicht viel Energie geben, sind Gorillas fast den ganzen Tag am Fressen. Besonders durch Filme gibt es das Gerücht, Gorillas seien aggressiv und böse. Aber das stimmt nicht. Sie verteidigen ihre Familie, wenn es sein muss. Aber in den meisten Fällen drohen sie nur und echte Kämpfe sind selten. Gorillas haben nur einen Feind, ihren Verwandten, den Menschen. Die friedlichen Tiere sind vom Aussterben bedroht, denn der Mensch zerstört ihren Lebensraum. Die Wälder werden einfach abgeholzt.
Naturschutzorganisationen versuchen, das zu stoppen. Sie haben Nationalparks eingerichtet, in denen die Tiere in Ruhe leben können. Nur ganz wenige Touristen oder Forscher dürfen diese Gebiete besuchen. Usle! Wie lange müssen wir denn noch? Ach, jetzt reiß dich mal zusammen. Orang-Utans können stundenlang an Ästen hängen. Dann schaffst du das doch wohl auch ein paar Minuten. Wir stellen euch die Menschenaffen vor. Und gerade ist Wusel mit. Ja. Mit den Orang-Utans dran. Ja, Orang-Utans sind von allen Menschenaffen die besten Kletterer. Oh. Und Beni ist wohl der Schlechteste. Ich hab auch Menschenarme und keine Orang-Utan-Arme. Und du solltest mit deinen dünnen Wuselarmen auch nicht so lange hängen. Was? Ich glaub nicht, dass dir das gut tut. Wuselarme sind super stark, das beweise ich dir. Los, häng mir mal das Gewicht um. Ich kann mindestens so lange hängen wie ein Orang-Utan. Sogar mit extra Gewicht. Na, wenn du meinst, Wusel. Orang-Utans verbringen fast ihr ganzes Leben auf Bäumen, besonders die Weibchen. Sie sind nämlich kleiner als die Männchen und müssen deshalb noch mehr vor Fressfeinden aufpassen, zum Beispiel vor Tigern. Beni? Ja? Oh nein, Wusel! Meine Arme sind zu lang. Oh-oh. Erst ist es nur ein Rascheln in den Baumwipfeln. Kurz darauf entdeckt man sie mit ihrem roten Fell, Orang-Utans. In der Sprache der Malaien bedeutet das Waldmenschen. Ein passender Name, denn ohne Wald könnten auch diese Affen nicht leben. Anders als Gorillas und Schimpansen leben Orang-Utans in Südostasien, auf Borneo und Sumatra. Auffällig sind die überlangen Arme. Von der rechten zur linken Hand können die bis zu 2,30 Meter lang sein. Die langen Arme sind wichtig, denn Orang-Utans schwingen sich von Baum zu Baum. Mütter nehmen dabei sogar ihre Kinder mit. Deshalb sehen auch die Füße wie eine Hand aus. So kann man doppelt gut zugreifen. Übrigens, wie alle Menschenaffenarten, haben auch Orang-Utans keinen Schwanz. Hoch in den Bäumen finden die Tiere ihre Nahrung. Blätter, Früchte, manchmal kleine Insekten und als Leckerei auch mal Honig und Vogeleier. Und genau wie bei den Gorillas ist auch der Orang-Utan-Lebensraum durch den Menschen bedroht. Auch ihre Wälder werden gnadenlos abgeholzt. Jungtiere sogar als Haustiere verkauft, obwohl das streng verboten ist. Aber auch hier versuchen Hilfsorganisationen, das Schlimmste zu verhindern und diesen wunderschönen Tieren den Lebensraum zu erhalten. Sie sind schließlich unsere Verwandten. Warte. Deine Arme sind wieder normal, Wusel. Das hier ist einer der kleinen Menschenaffen. Ein Gibbon. Die leben im Südosten Asiens. Zurück zu den großen Menschenaffen. Wusel, was machst du denn da? Na, ich lause dich wie ein Affe. Die machen das nämlich ständig. Da wir nämlich jetzt über die Schimpansen reden, musst du dich lausen lassen. Früher dachten die Forscher wirklich, dass sich Schimpansen und auch andere Affen nur deshalb lausen, weil sie sich gegenseitig Läuse aus dem Fell holen. Ach so, machen sie das also gar nicht? Ja, doch, und auch Hautschuppen. Aber hauptsächlich geht es darum, dass sich die Schimpansen dadurch zeigen, welchen Platz sie in der Rangordnung haben. Der richtige Begriff dafür ist soziale Körperpflege. Also wenn ich das bei dir mache, dann bedeutet das etwas? Ja klar. Und was? Na, dass du mich als überlegen anerkennst und dich mir unterordnest. Ich tu was? Dich mir unterordnen. Und wenn du es ganz richtig machen möchtest, dann müsstest du auch ein paar Läuse und Hautschuppen von mir essen. Los, so machen das die Schimpansen. Das ist ja ekelig. Ja, nicht für Schimpansen. Dass auch die Menschen zur Familie der Menschenaffen gehören, wisst ihr schon. Die beiden engsten Verwandten der vier Arten sind Mensch und Schimpanse. Mit denen teilen wir uns fast 99% unseres Erbguts. Wie bei den Orang-Utans sind auch die Schimpansenarme länger als ihre Beine. Das macht sie zu tollen Kletterern, auch wenn sie viel Zeit auf dem Boden verbringen. Die Füße der Affen sind viel geschickter als unsere. Sie bewegen den großen Zeh wie einen Daumen. Unser großer Zeh ist viel unbeweglicher, das ist aber besser beim Gehen und Rennen. Das können wir viel länger und schneller als jeder Affe.
Schimpansen leben in freier Wildbahn im mittleren Afrika. Und das nicht nur im Wald, sondern auch in trockeneren Gebieten mit weniger Bäumen. Bei der Nahrungssuche sind sie sehr geschickt. Sie benutzen Werkzeug, zum Beispiel einen Stein, um sich leckere Nüsse zu öffnen. Und sie sprechen sogar, natürlich in einer eigenen Sprache. Mit lauten Gesten und Gesichtsausdrücken. Sogar lächeln und lachen können sie, ganz ähnlich wie wir Menschen. Und auch wenn sie meistens auf vier Beinen stehen, beherrschen sie den aufrechten Gang ziemlich gut. Menschenaffen sind so spannend. Und schlau. Ja. Gorillas zum Beispiel, die können nicht gut schwimmen. Trotzdem durchqueren sie manchmal Wasserstellen. Ein Gorilla ist mal dabei beobachtet worden, wie er durch einen Tümpel gegangen ist. Um herauszufinden, wie tief das Wasser ist, hat er einfach einen Stock benutzt. Damit hat er den Grund abgetastet und so gewusst, wo er noch stehen kann und wo nicht. Toll. Ha. Wer weiß, ob du diese Aufgabe so gut gelöst hättest. Wusel, alle Menschenaffen sind intelligent. Auch wir Menschen. Dann pass mal auf. Welche Affen haben den längsten Hals? Also eigentlich haben die alle keine langen Hälse. Die Giraffen. Verstehst du? Giraffen. Giraffen. Ene, mene, Dynamit, hier beginnt mein Abzähllied. Ene, mene, Explosion, bringt mir die Entscheidung schon. Ene, mene, Mac, und du bist weg. Sucht euch was Schönes aus.